wenn es Fleisch nicht vorher schon gegeben hätte, ich bräuchte es nie wieder. Sehr gut, wie man sehen kann, die Schüssel ist schon leer. Ich habe geschüttelt. So habt ihr eine gute Komponente gefunden, die echt schmackhaft auch ist, weil die meisten Sachen schmecken halt nach nichts oder man muss sehr viel würzen und das ist eigentlich schon alles hier gegeben. Super. Erbsenprotein, Trinkwasser, Stärke Kartoffel, Sonnenblumenöl, natürlich Oramen, Gewürze, Paprika, Pfeffer, Ingwer, Muskatnuss, Kümmel, Kardamom, Chili, Salz und Essig. Das hört sich erstmal schon gut an. Es schmeckt mir sehr, sehr lecker. Ich finde es gut. Ich habe gerade gehört, das ist ohne Geschmacksverstärker und auch glutenfrei. Esse sehr wenig Fleisch und überlege dann natürlich auch, ja, okay, wo ist jetzt Protein enthalten, was kann ich noch essen, und das ist eine tolle Alternative. Angenehm im Biss und auch im Geschmack super. Würzig, sehr lecker. Ich bin begeistert. Hey.